Hallo, ich bin die Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen. Ich wollte vor kurzem von mir zu Hause im Südburgenland zum Europäischen Forum nach Altbach fahren. Das sind fast 500 Kilometer. Nachdem das mit dem Zug nicht funktioniert, habe ich die Gelegenheit genutzt für einen E-Auto-Langstreckentest. Und mein Resümee ist, dass das Fahren erstens viel entspannter und cooler ist als mit einem fossilen Fahrzeug. Und ganz ehrlich, die Beschleunigung ist um einiges besser. Grundsätzlich ist es auch überhaupt kein Problem, sich in Österreich mit Elektroautos fortzubewegen. Was man aber machen muss, ist Zeit einplanen. Ich musste auf der Strecke zweimal laden. Es war dann nicht nur eine kurze Kaffeepause, sondern ich habe schon eine Stunde gebraucht, bis mein Auto wieder aufgeladen war. Die Kosten allerdings sind ein Viertel dessen, was ich jetzt für Benzin oder Diesel gebraucht hätte. Was wir also weiter brauchen, bessere Ladeinfrastruktur, mehr Ladestationen, schnellere vor allem auch an den Landstraßen und weitere Forschung in die Reichweiten und eben die Ladeinfrastruktur. Und dafür werden wir Grüne uns einsetzen.